CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, Kollege Mowassat, Vorwurf an den Minister, nette Worte, keine Taten. Anja Heiduck, man muss kritische Blicke auf den Haushalt werfen. Also halten wir drei Punkte noch mal fest. Gesamtaufwuchs im Einzelplan 23, 1,1 Milliarden Euro in 2017. Wir haben einen Haushalt für Entwicklungspolitik, zweitens, der die 8-Milliarden-Grenze überschritten hat. Und drittens, die Steigerung der finanziellen Mittel für Entwicklungspolitik in dieser Legislaturperiode beträgt 35%. So, das müssen wir festhalten. Das ist Ihr Erfolg, Herr Minister. Das ist der Erfolg der Koalition. Und darauf sind wir auch ein bisschen stolz. Lassen Sie mich als Außen- und Entwicklungspolitiker an dieser Stelle einen Blick auf die multilateralen Anstrengungen der Entwicklungszusammenarbeit werfen. Denn angesichts, wir haben das ja immer wieder gesagt, auch weltweiter Herausforderungen im Bereich Migration, im Bereich Ernährung und Umwelt, können wir nur durch internationale Kooperation, Zusammenarbeit nachhaltige Entwicklungserfolge erreichen. Ich erinnere daran, dass die Zahl der Flüchtlinge, die ihr Land verlassen haben, 65 Millionen beträgt, 41 Millionen dabei sind in ihrem Heimatland geblieben, ohne intensive Bemühungen, ohne internationale Lösungsansätze voranzubringen. Wird es uns nicht wird es keine Verbesserung dieser Lage geben, ohne internationale gemeinsame Lösungsansätze. Das ist das Entscheidende. Ich begrüße deswegen ausdrücklich, dass im aktuellen Haushalt die Aufstockung der Verpflichtungsermächtigung für die Afrikanische Entwicklungsbank um 45 Millionen Euro erzielt werden konnte. Auch die Aufstockung der Barmittel für die Vereinten Nationen und internationale Organisationen ist ein positives Signal. Erst gestern war ich zusammen mit einem hochrangigen Gesprächspartner von UNDP, dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, und er hat mir gleich zu Beginn gesagt, dass das eine super Lösung ist, eine super auch gute Nachricht, dass Deutschland mit 25 Millionen Euro eben einen essentiellen Beitrag für die Arbeit der Organisation leisten wird. Ein zentrales Anliegen der deutschen Entwicklungspolitik ist die Steigerung von Effizienz und die Wirkung internationaler Maßnahmen. Mit Fokussierung auf leistungsstarke Geber, also zum Beispiel die UN oder die Weltbank, trägt eben Deutschland dazu bei, die Fragmentierung der Geberlandschaft zu begrenzen. Meine Damen und Herren, dieses Vorhaben wird in den kommenden Jahren nicht einfacher. So bleibt eben abzuwarten, auch natürlich, welche Schwerpunkte in der internationalen Zusammenarbeit der neue amerikanische Präsident setzen wird. Auch da sind Fragezeichen, wie hinter vielen Punkten. Und auch ein Blick auf unsere europäischen Nachbarn wirft Fragen auf. Ja, was bedeutet der Brexit für die europäische Außen- und Entwicklungspolitik? Großbritannien hat die internationale Entwicklungspolitik der vergangenen Jahre sehr maßgeblich mit beeinflusst. Zweitgrößter Geber weltweit ist das Vereinigte Königreich und damit ein Schwergewicht und ein tonangebender Staat in der strategischen Ausrichtung auch der Entwicklungszusammenarbeit. Meine Damen und Herren, Deutschlands Position in der multilateralen Entwicklungszusammenarbeit und in der Koordinierung mit der EU miteinander wird sich verändern müssen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir als verlässlicher Partner in der Entwicklungszusammenarbeit künftig noch intensiver gebraucht werden und nachgefragt werden. Als Entwicklungspolitiker in Deutschland haben wir es in der Vergangenheit oft schwer gehabt, Gehör für unsere Themen zu finden. Im Gegensatz zu den großen Fragen der Außen-, der Innen- und der Wirtschaftspolitik standen Fragen der Entwicklungspolitik eben selten im Mittelpunkt der Schlagzeilen der öffentlichen Aufmerksamkeit. Leider braucht es manchmal eben dann auch eine Krise, um tatsächlich dieses Umdenken deutlich werden zu lassen. Und lassen Sie mich noch eins hinzufügen. Trotz unseres starken Engagements im Bereich von Flucht und Migration
verliert die Koalition auch andere Herausforderungen nicht aus ihrem Auge. Ich nenne hier, Sie haben es deutlich gesagt, auch noch mal heute Abend, Herr Minister, das Textilbündnis, die Umsetzung der Nachhaltigkeitsagenda 2030 oder eben auch die Energiepartnerschaften in Afrika. Deutschland übernimmt mit den aufgezählten Beispielen eben internationale Verantwortung und ist bereit, gemeinsam mit seinen Partnern zum erforderlichen Erfolg beizutragen. Meine Damen und Herren, mit dem aktuellen Haushaltsplan liefert die Bundesregierung eben den Beweis dafür, dass wir, dass die Regierung, dass das Parlament, jedenfalls die Mehrheit, die Herausforderungen verstanden hat. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel hat immer wieder deutlich gemacht, auch heute noch einmal, dass sie sich mit einer starken Stimme für die Entwicklungszusammenarbeit einsetzt. Und dafür sind wir ihr dankbar. Meine Damen und Herren, wer Hunger leidet, von Bürgerkrieg oder von der eigenen Regierung bedroht ist, wer keine Perspektive hat für die eigenen Kinder, wird niemanden fragen, ob er seine Heimat verlassen darf, um in Europa eine bessere Zukunft zu suchen. Mit den eingeplanten Haushaltsmitteln wird Deutschland auch im kommenden Jahr seinen Beitrag leisten, um diesen Menschen in ihrer Heimat eine Perspektive zu geben und weniger die Flucht zu unterstützen. Herzlichen Dank. Vielen Dank.